So, ein herzliches Willkommen, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge Soda Dungeon. Level 217. Schwert müsste tot sein, okay, das auch. Hier, alle heilen, die sind nämlich alle ordentlich lediert. Der hat es dummerweise überlebt. Alle heilen. Stirb. Sehr gut. Jetzt kommen vier Gegner. Wird schwieriger. Stirb. Sehr gut. Ja, irgendwann... Aua. Wird der Punkt sein, an dem auch mein Thief mit einem Crit der Gegner nicht mehr töten wird. Und ab da ist dann schlecht. Ich hoffe mal, das dauert noch eine Weile bis dahin. Sehr guter Dieb. Schön ausgewichen, zweimal hintereinander. 108.000 Gold mittlerweile, das ist nicht schlecht. Und nächste Runde ist wieder ein Bossgegner. Es gab's nicht, das Schiff, ne? Dieses komische Raumschiff. Müsste hier der Boss... Ne, der Golem war's gewesen. Müsste der Golem sein. Nö, muss nur einer. Muss nur einer geheilt werden. Oh Gott. Machen die einen Schaden, ey. Mana, wir brauchen Mana, er braucht Mana. Alle brauchen Heilung. Er hat sich nicht der vorgestellt. Was bist du denn für ein Ritter, ey? Ich kann ihn töten. Ist okay, das Raumschiff müsste das sein. Nein, schon wieder so eine Motte. Na, das geht. Alles gut. Ja. Ja, kann glücklicherweise ausweichen. Und wieder drei Kisten. Bam, her damit. Level 3. Ne, Level 2, Level 3, Level 2. Immer noch. Interessanterweise kommt das Raumschiff jetzt gar nicht mehr. Vielleicht kommt es einfach nicht mehr. Haben sie keinen Bock mehr, das vorzuschicken. Hat es ernsthaft überlebt, Alter. What the fuck? Was hat die Holy Cannon benutzt? Aber die Animation dauert mir immer zu lange. Jetzt muss ich es normalerweise benutzen, aber die Holy Cannon ist echt geil. Also wenn alle fünf Einheiten diese Holy Cannon haben, da bin ich auf jeden Fall schon sehr zufrieden. Aber das ist halt ein ziemlich rare Item. Ich weiß auch gar nicht mehr, woher ich das bekommen habe. Ach, Gott sei Dank. Der burnt. Ihn heilen. Habe ich das von dem Boss-Gen auf 100 bekommen? Kann das sein? Weiß gar nicht mehr. Es kann sein, ich weiß es aber nicht mehr. Der Knight ist schon eine ziemlich arme Sau. Muss alles abfangen. Er wird geheilt, kein Ding. 506 Gold. Kam echt lange nicht mehr, diese Dings. Weißt du, jetzt gerade, wo ich den Knight habe, wo ich theoretisch unverwundbar durch die Dinger durchlaufen kann und halt nur Positives kriege? Nö, mach mal mit nicht. Dann gibt es nicht mehr, oder was? Aber ja, mal wieder eine schöne Fountain gehabt. Jeder hat wieder volles Mana und volles Leben bekommen. Wir sind gleich bei Level 230. Ja, hat uns ziemlich gut, muss ich gestehen. Also, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet.
Aber es kam auch kein Boss auf Level 200, deswegen sind wir da auf jeden Fall easy durchgerusht. Ah, Gott sei Dank. Ach nein, du bist schon echt toll. Ja, mein Ninja ist auch fast tot. What the fuck, was habt ihr getan? Ja, ich weiß nicht, ob ich nicht heilen soll, also heil ich mal alle ein bisschen. Eine Kacke, ey. Ich hätte den noch lang werfen sollen. Macht nichts. Ja, komm, können wir mal bestehlen. Dann 29 Gold. Alle heilen. Ja, das reicht. Nächstes Vierer-Trupp. Das tut so weh. Die sehen alle nach Pyroblast aus. Ich mach halt keinen Schaden. Ich will den Dark Mage haben. Komm her jetzt, Mensch. Die übernehmen es alle. Ernsthaft? Puh. Alle haben es überlebt. Die haben alle bei uns mehr angegriffen und ja. Jetzt darf ich wieder alle heilen, weil ich echt keine Ahnung habe, wen die angreifen könnten. Stirb, du Drecksvieh. Gold gestohlen. Alle heilen und töten. Wieder, wo kommen nur noch Motten? Was ist denn los? Sehr ekelhaft. Noch diese ekelhaften Viecher. Die gar nicht mehr so stark sind. So, Level 230. Und wieder drei Kisten. Her damit. Allein aus dem Grund. Oh, ein Spike Shield Level 2. Sehr gut. Heißt also, diese Schilde hier werden ausgetauscht. Oder werden verbessert. Genau aus dem Grund will ich eigentlich den Zielfunk mit dabei haben, weil ich immer alle Items haben möchte. Oh mein Gott, die machen so einen Damage. Aber auf Level 233 bin ich bekommen, immerhin ein gutes Stück vorwärts. Er hat es überlebt. Lass das. Ach, Gott sei Dank. Ja, doof gelaufen, ne? Hat er keinen Pyroblast bekommen? Also kein. Interessant, der brennt gar nicht, doch. Sieht man nur nicht. Tatsache, er brennt. Alle heilen. Töten. Oder auch nicht. Er dürfte nicht mehr brennen, der brennt immer noch. Kann doch nie wahr sein. Kann ruhig brennen. Kleiner Bossgegner wieder. Oh Gott. Oh, er hat sich da vorgestellt. Der Knight ist echt gut. Den sollte man auf jeden Fall immer im Team dabei haben. Ach du Scheiße. Den möchte man auf jeden Fall immer im Team, weil ich glaube, er beschützt jedes Mal die Einheit, die davor ist zu sterben. Der Pyroblast hätte den Ninja definitiv getötet. Da bin ich mir so sicher. Die Frage ist, was passiert? Wenn der Knight selber sterben würde. Wenn er sich da vorstellt, ob er das auch macht oder nicht. Ach nein.
Gut, mein Ninja, glaube ich, der geht gleich hops. So witzig. Okay, wir müssen uns mal wieder ein bisschen heilen. Wir müssen zwei Einheiten, die geheilt werden müssen. Geklaut, 346 Gold. Nicht gut. Stirb. Die haben eine Wurst auf ihrem Spieß. What the fuck? Ja, der eine impft zumindest, der andere nicht. Ist das eine neue Einheit? Kann das sein? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Erstmal die Wurst, den Wurstimp töten. Der hat eine Wurst aufgespießt. Wow, gibt's viele Items. Irgendwie möchte ich jetzt mittlerweile mal sterben, weil ich hab so einfach das Bedürfnis danach. Ich keine Lust mehr weiter zu spielen. Aber ich glaube, das dauert auch nicht mehr so lange. Auch wenn ich es gerade so ein bisschen provoziere. Ah, wobei, den Bossgänger können wir auch noch killen, hoffentlich. Mal schauen, ob wir das jetzt hinkriegen. Mein Gott, machen die einen Damage. Wie 38 Mann und ist ja gar nichts. Aua. Stone Nothing hat wohl nichts mehr zum Klauen. Bist wohl pleite. Motte, nein, Satan. Ups, ich wollte die Holy Cannon benutzen. Da habe ich mich verklickt, der ist zu groß gewesen. Da habe ich seinen Flügel erwischt. Das ist schon auf jeden Fall sehr cool, der Knight, der ist so praktisch. Tot. So. Das reicht auch. Ich werde die 241 noch machen. Da wir uns dahin teleportieren können. Ich weiß nicht, ob man das immer machen muss, ob man, um sich dahin zu teleportieren. Ich mach's einfach mal, kann da nicht schaden. Alter, 55 Damage und dann nochmal 19 Giftschaden. Das. Langsam, die gehen ein wenig zu stark. Für mein jetziges Equipment. Ex-Dungeon. Yes. Also hier laufen wir so raus und nice, ein Galactic Mail und Holy Cannon, haben wir beides nochmal bekommen. Dämonenhorn ist neu. Ansonsten nur Items, die wir schon mal hatten. Aber immerhin, 96.000 Gold bekommen. Ordentliche Items, ein Galactic Mail, das ist ziemlich gut. Ich weiß noch nicht, wem ich das geben könnte. So, wo konnte man das jetzt? Wo war das gewesen? Genau hier, das war es gewesen. 250.000 kostet es, dieses hier Dings zu speichern. Das, was man den anzieht. Dark Mage, da man Drink Zero. Bam! Sugar High! Dann werden wir das nochmal ganz kurz refreshen und da haben wir einen Dark Mage. Ein Meister der dunklen Künste. 31 Leben, 8 Schaden, 30 Mana-Punkte. Noxin, 4 Mana-Punkte, verletzt und konfusiert eine Gruppe. What?
Gott, 80% magischen Attacks. Holy shit, die sind auf jeden Fall sehr cool. Den nehmen wir uns auf jeden Fall mit das nächste Mal. Und hier oben seht ihr meinen, nicht die Achievements. Okay, können wir uns auch angucken. Mehr gibt es ja anscheinend nicht, das sind alle. Und, ja. Aber es gibt halt keinen. Ist halt kein Vorteil. Put Chest Air Basic Soda und dann gibt halt nur irgendwelche Accessoires, die man aber einfach nur customizen. Also, sieht nur so aus. Macht nicht viel. So, haben wir 557.000, was haben wir hier? Eine Essenz von den Gegnern stehlen. Verbrennen, schlafen, Gift und Konfusion auf einen einzigen Gegner. Gewinne einen Kampf nur durch Verteidigen, das ist halt durch das Reflektieren von Schaden möglich. Complete Dungeon Level 250. More items, please. Okay. Finde ein legendäres Item, das hatten wir bisher auch noch nicht. Komplettiere 100% des Bestiariums, also die Einheiten zu finden und sehen, reflektiere 100 Schaden von einem einzelnen Attack. Have one night defend for another night, das heißt, wir müssen zwei Knights drin haben in unserem Team, die sich halt gegen sich beschützen. Complete 50 Level with only soda, one soda junkie. Okay, das ist auch möglich. Hope you are hungry, the legend of Dinner Boy. Gut, hier das Bestiarium ist das hier. Catacombs zum Beispiel fehlt keiner mehr, die haben wir jetzt anscheinend alle. Und was hätte hier noch gefehlt gehabt? Das Brown Chicken, das ist neu. Ihr seht da Rarity 4 Stars. Den haben wir jetzt bekommen. Feuerkaverne ist alles voll. Und so weiter und so weiter. Also hier Wassertempel müsste, glaube ich, eins fehlen. Ja, der letzte fehlt. Nach Zizu. Das ist irgendein anderer Boss dann also. Frozen City. Da fehlt auch noch irgendein Artefakt wahrscheinlich. Ja, und ein Bossgegner ist das wieder. Gut, ja meine Freunde, beim nächsten Mal machen wir dann weiter. Wir kriegen ja immer noch keine neuen Items. Und wir alles noch Schrott liquidieren, können wir 3500 Gold kriegen wir wieder. Wenn wir alles über 6 bzw. über, ne, alles über 5 bzw. über 10 verkaufen. An Accessoires. Und ja, dann machen wir ganz kurz eine kleine Pause, meine Freunde, sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut da rein, ciao!